Und dann hat er mir geschrieben, Baby, geh mal dran. Geschätzte 2 Minuten später, geh an dein Telefon. Von mir, da mein WhatsApp-Prank nein, habe ich jetzt zweimal sowas von gesagt? Nein, egal. Da mein WhatsApp-Prank sowas von gut bei euch angekommen ist, dachte ich, ich sollte definitiv noch jemanden mal pranken. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe es bei meinem Freund versucht. Und zwar muss ich euch dazu parallel eine super witzige Geschichte erzählen, weil sonst versteht ihr das nicht. Ich war richtig, richtig, richtig dumm. Ich habe nämlich mein Handy in die Toilette fallen lassen. Und jetzt fragt ihr euch so, what the fuck, wie kann man ein iPhone in die Toilette fallen lassen? Ja, ich hatte mein Handy in der Gesäßtasche und es ist dann irgendwie in eine Toilette gerutscht. Ich habe es erst beim Spülen gemerkt, dass mein iPhone in der Toilette war und ja, auf jeden Fall, mein Handy war komplett Schrott. Aber zum Glück habe ich eine Handyversicherung und das ist alles super. Ja, damit musste ich dann 3 Tage auskommen. Das Ding war, dass mein Freund während die letzte Woche komplett bei seinen Eltern war. Das heißt, sie haben uns nicht gesehen. Und zum Glück haben wir nur Allnet-Flat, das heißt, wir können auch SMS schreiben. Und ich war super, super down wegen meinem Handy. Ich glaube, ihr könnt das verstehen. Jeder andere wäre auch super down. Und dann haben wir halt SMS geschrieben. Weil ich so super down war, habe ich ihn gleichzeitig, wie ihr denken könnt, geprankt. Ja, ich habe ihn nämlich davor schon immer gesagt so, boah, es geht mir einfach richtig kacke und ich kann nichts machen und eigentlich überlegt euch mal das Leben heutzutage ohne Smartphone. Ich stelle meinen Wecker mit dem Smartphone, ich checke meine YouTube-Videos, schreibe Kommentare, all das läuft alles meistens über mein Smartphone. What the fuck? Das ging einfach nicht für mich. Ich als Handy-Sophie. Ja, auf jeden Fall war ich dann mega down. Und dann habe ich ihm Folgendes geschrieben. Und zwar habe ich ihn mit einem super geilen Text von Crow geprankt. Ich bin ein super Fan von Crow und deswegen war das für mich einfach so, wow. Allerdings hatte ich auch wirklich Angst, dass er es rausfindet. Aber seht seine Reaktion, seht, ob er es herausgefunden hat oder nicht. Viel Spaß bei dem Video. Jeder Anfang endet irgendwann, doch irgendwann kam viel zu schnell. Ist was passiert? Viel zu viel zusammen, dass man langsam nicht mehr kann. Hä? Wer ist viel zu viel zusammen? Ich vermisse dich so. Für immer ist noch ganz schön lang. Und das nächste fand ich so übelst so süß. Ja, aber mit dir zu kurz. Und dann habe ich ihm den nächsten Text geschrieben. Und dann hat er mir geschrieben, Baby, geh mal dran. Geschätzte 2 Minuten später. Geh an dein Telefon! Irgendwas kommt ganz bestimmt, also schau mich bitte nicht so an. Ich verstehe nicht, was du damit meinst. Was ist passiert? Mit mir reden willst du anscheinend ja auch nicht. Und schreibst so eine Scheiße. Du bist nicht mehr interessant, aber hängst noch immer an der Wand. Lach, Smiley. Okay, jetzt kann ich dich nicht mehr ernst nehmen. Und ich dachte schon so, scheiße, der hat's bestimmt gecheckt. Zeit mit dir war schön, doch es bleibt in die Erinnerung daran. Und dann hat er das geschrieben. Aha, Smiley. Okay, ich würde mal sagen, WhatsApp-Prank-Fail. Nach Smiley. Och man, woher wusstest du es? Ja, ist klar, ich bin obviously der größte Crow-Fan, den es gibt. Und dann hat er geschrieben, es gibt da so eine Erfindung namens Google. Wirklich mega fail, aber ich dachte wirklich so in dem Moment safe, der dachte irgendwas, es stimmt mit mir nicht oder so, weil ich war einfach mega down, wirklich richtig down. Ich meine, mein Handy war in der Toilette, es hört sich so blöd an zu sagen, aber es ist hier so, mein Handy ist in der Toilette gefallen und ich hatte einfach kein Handy und ich bin ein Handysuchti, ein definitiv großer Handysuchti. Und Facebook sucht die und YouTube sucht die und WhatsApp sucht die. Und wenn ich das alles auf einmal nicht mehr habe,
Das ist so komisch. Und ich habe jetzt endlich wieder ein neues Handy, mit dem ich WhatsApp, YouTube, Facebook, ich habe alles wieder auf jeden Fall. Aber ich musste es einfach tun. Tut mir leid, Baby. In dem Moment. Tut mir wirklich leid. Aber es musste sein. Du hast es schon geahnt gehabt. Er sagte nämlich, mich kannst du eigentlich nicht pranken. Aber ich glaube, wenn du es nur für eine Minute geglaubt hast, dass ich Schluss machen will, dann hat mein Prank geklappt. Catch you! Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Final Frage. Ich möchte nächsten Dienstag gerne ein Question and Answer Video machen, weil so viele neue Leute mit dazu gekommen sind und ich dachte einfach, es ist, wäre eigentlich ganz nice, wenn ihr so ein bisschen mehr über mich erfahren könntet. Deswegen gebe ich euch hier einfach mal die Gelegenheit, in den Kommentaren mir einfach Fragen zu stellen. Fragen, die euch interessieren, die ihr von mir wissen wollt, dass ihr da auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben könnt, was ihr für Fragen an mich habt, egal welche Art. Ich werde sie auf jeden Fall nächsten Dienstag für euch beantworten. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und komm Leute, ich habe echt einen Tapferkeitsdaumen nach oben verdient, weil ich so blöd war und mein Handy in die Toilette fallen lassen habe, ja? Deswegen würde ich mich einfach sehr über einen Tapferkeitsdaumen nach oben freuen. Ja, in der Infobox findet ihr meinen letzten WhatsApp-Prank, der auch super funktioniert hat. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall mal vorbei, würde mich wirklich, wirklich sehr freuen. Hier könnt ihr mich einmal kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier kommen jeden Dienstag und Samstag neue Videos. Und ja, das war's eigentlich auf meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid Dienstag auch wieder dabei und dann bis zum nächsten Mal.